Peppa Wutz Geschichten. Heute ist Mülltag. Deshalb ist Herr Bulle schon früh auf, um überall in der Stadt den Müll einzusammeln. Stopp! Aber Mama und Papa Wutz haben letzte Nacht vergessen, den Müll rauszutragen. Vergessen Sie nicht unseren Müll. Hier ist er. Müll! Gerade noch rechtzeitig. Ah, du hast den Müll in die farbigen Mülltüten sortiert. Perfekt. Wieso haben die Mülltüten eigentlich verschiedene Farben, Herr Bulle? Nun, die rote Tüte mit dem Papiersymbol ist für Papier und Karton. Die blauen Tüten mit dem Dosensymbol sind für Metall. Und die grünen Tüten mit dem Flaschensymbol? Oh, die sind für Glas. Ganz genau. Weil wir sie jetzt getrennt haben, können wir sie putzen und dann etwas Nagelneues daraus machen. Das nennt man Recycling. Oh. Peppa und ihre Familie sind sehr gut im Recyceln. Wow. Ich fahre damit jetzt gleich zum Recyclinghof. Wollt ihr mich begleiten? Ja, bitte. Aber zuerst müssen wir uns anziehen, Peppa. Nachdem sich Peppas Familie angezogen hat, hat ihnen Herr Bulle spezielle Kleidung gegeben. Jetzt seid ihr ein richtiges Recycling-Team. Los geht's. Herr Bulle hat alle zum Recyclinghof gebracht, damit sie dort gemeinsam den Müll recyceln können. Ich trage die Tüten und ihr sagt mir, in welche Tonne der Müll darin gehört, okay? Fangen wir an mit der hier. Darauf ist eine grüne Flasche. Also gehört sie in diese grüne Flaschentonne. Sehr schön. Die hier gehört in die blaue Metalltonne da. Genau. Brillant! Allen macht es großen Spaß, den recycelten Müll zu sortieren. Blechdosen? Glasflaschen? Zeitungen! Aber Herr Bulle ist nach dem Sortieren des ganzen Mülls richtig müde. Puh, das war's. Tolle Arbeit, Team. Aber etwas haben wir ausgelassen. Muh! Wirklich? Wo? Es sind keine Recyclingtüten mehr übrig. Das ist Glas. Das bedeutet also, es kommt in diese Glasflaschentonne. Stopp! Das gehört nicht zum Recycling, Peppa. Das ist meine Belohnung nach der harten Arbeit heute. Erfrischend.